Auch wenn die Odyssee ziemlich zugerichtet aussieht, wollen wir trotzdem Bowser aufhalten. Ja gut, das ist so bekannt, ne, in Mario. So, die Geißel auf dem Hochhaus. Hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben, also beim vorletzten Mal. Der letzte Part war ja so ein bisschen so das letzte Rumgekratze an den Sachen, die uns noch so fehlen. Wir können uns hier direkt mal umschauen, ob hier nicht irgendwas versteckt ist. Das ist ja sehr bekannt. Klar, viele Sachen werden wir sowieso erst dann finden, wenn es... Oh, hier ist das Bild. Wenn der Boss besiegt ist. Weil, das, keine Ahnung, das baut so aufeinander auf. Hier doch, war doch auch irgendwo so ein... Ich weiß auch nicht, ey. Irgendwas hier kenne ich noch. Okay, wir wollen erstmal mit Pauline sprechen. Der Bürgermeisterin. Die ist natürlich unsere Hauptansprechperson in diesem Land. Okay. Tut mir leid, ich habe leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt in Chaos versunken. Dann war er auch noch so dreist, in der gesamten Stadt angekündigt, was? In der gesamten Stadt Ankündigungen für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Ja, das scheint so sein Stil zu sein, der geschmacklose Stil. Ist das ein Stil? Ist der geschmacklose Stil ein Stil? Kann man das so sagen? Ich mag es geschmacklos, das ist eben mein Stil, also habe ich Geschmack. Ich meine, Geschmack ist es dann ja auch in gewissem Sinne. Okay, hier gibt es ganz fies aussehende Krabbeldinger. Und wir sollten uns wirklich... Boah, was ist das denn, ey? Ist das Bürgerkriegszustände oder wie? Alter, kommen die mit Panzern an, mitten in der Innenstadt. Das erinnert mich an, keine Ahnung. An die Bilder aus dem Fernsehen, wenn man sowas sieht. Nee, komm, bevor wir hier... What? Das ist ja interessant. Wir laufen hier erstmal durch. Ich meine, jeden Powermond werden wir auch am Ende holen können. Wenn der Boss besiegt ist. Und das wird recht offensichtlich sein. Wobei, komm, wenn wir schon mal hier sind... Ey, ich wollte nicht drauf, ich wollte hier rein. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch den Powermond hier gönnen. Ich kenne einige. Allein aus der, ich meine, Gamescom wäre das, oder war das... War das die Gamescom, oder... War das die E3? Ich meine, das wäre die Gamescom gewesen. Da habe ich einige Gameplay-Videos gesehen, wie sehr viele Powermonde gefunden wurden. Ist schon sehr heftig gewesen. Also man hat sich teilweise auf eine Bank gesetzt und fertig war man. So. Hier ist das Rathaus oder sonst was. Wir kommen aber nicht rein. Wir müssen andere Wege finden. Baustellenzugang. Okay. Naja, ist wahrscheinlich nicht die einzigste Stadt mit Baustellen, noch und nöcher. Das ist halt echt so. Manchmal hat man echt das Gefühl, die ganze Stadt besteht nur aus Baustellen. Das ist absichtlich so, von der Regierung, natürlich. Vom Bürgermeister. Ja, die Anordnung kommt von ganz oben. Nee. Naja, aber wenn man hier in Duisburg zum Beispiel sich mal irgendwo in der Nähe des Bahnhofs umschaut, da ist es... Ja, da sieht man 5 Kilometer erstmal nur Baustelle. Ach, guck mal, da spielt ja doch Musik. Oh, das sind Larven. Okay, sehr interessante Larven, die sich selbst umbringen. Die sind schon richtig ekelhaft, ne? Wie komme ich da hin? Ich will da hin. Komme ich da so hin? Oder komme ich da später hin? Jetzt eine wichtige Frage, die unbedingt geklärt werden muss. Ja gut, bislang habe ich noch nicht so viele KP verloren, dass ich sage, hey, ich brauche ein Herz. Vor allem, weil ich hier einfach durchrase. Weil mir alles einfach schnurzpiep egal ist. Okay, du auch? So, da kommen wir doch an die Münzen. Und das sind jetzt schon 11% von den ganzen Münzen. Gut, das in Prozent umzurechnen wäre jetzt nicht so notwendig gewesen. Wow, aufpassen. Die Bombertypen. Oh. Ja gut, jetzt bin ich doch ein bisschen leichtsinnig, muss ich sagen. Aber es sieht auch nicht ganz so leicht aus hier, ne? Ich versuche vor allem jetzt schneller zu sein als beim letzten Mal. Also im letzten Part, wer sich dran erinnert, das war ja ein reichliches... Das war richtig schön.
Ehrlich gesagt war das traurig, wie ich beim letzten Mal gespielt habe oder gar keine Powermonde gefunden habe. Das ist so, wenn man durchgängig Powermonde findet in dem Spiel, ne? Und dann ein Part kommt, wo man einfach gar nichts findet, natürlich ist man dann aufgebracht. Natürlich rechnet man dann automatisch damit, dass man ein schlechter Spieler ist. Dass man schlechter im Vergleich zu anderen ist. Man muss sich mit anderen vergleichen, das ist generell so im Leben. Also, muss nicht, also sollte nicht unbedingt, aber... Tja, ist halt so. Dankeschön. Wow, das hat mich jetzt doch ein bisschen beunruhigt. Rathaus, Fundbüro. Wow. Also wenn so ein Fundbüro in dieser Stadt aussieht, sind wir jetzt eigentlich drin oder draußen? Das sieht eigentlich eher wie so draußen aus, ne? Also so vom Äußeren. Das sieht aus wie die Fassade eines Hauses. Die Frage ist, warum? Ich dachte, wir wollten doch gerade in das Gebäude rein, die Treppe nehmen oder irgendwie nach oben kommen. Um halt so ein Shit nicht zu machen, um nicht die Fassade eines Hauses reinzukommen. Also so zu benutzen. Wie der letzte Irre. Sind immer noch nicht hoch genug. Ja, sieht so aus. Wow, Goombas, dich habe ich gar nicht gesehen vor allem. Ein Freund von mir ist da oben und kommt nicht mehr zurück oder ist nicht mehr zurückgekommen. Ja, der ist wahrscheinlich tot. Tut mir leid, deine Hoffnungen und Träume auf einen lebenden Freund zerschlagen zu müssen. Tja, aber sowas passiert halt, ne? Wenn man sich mit einem riesigen Mecha-Wiggler anlegt. Okay, können wir später holen. Hab jetzt keinen Bock drauf. Okay, du bist der Kumpel? Mir kommt es so vor, als würde dieses Ungetüm die ganze Energie absorbieren und woanders hinleiten. Aber wozu? Wozu braucht man so viel Energie? Wozu sollte man ganz Europa den Strom abzapfen? Okay, das ist ja eher New York, ne? Aber so zur Frage, warum man so viel Strom braucht? Da sag ich nur, Bowser, errichte doch direkt ein Atomkraftwerk. So. Mal draufhauen. Oh, da sind noch andere. Vor denen sollten wir uns hüten. Aber Mecha-Wiggler hat keine Chance. Ey, ich habe doch drauf gezielt. Wundervoll. Das war der erste Treffer. Sein Kumpel ist irgendwie weg. Das ist unsere Chance. Wundervoll, wundervoll. Einfach draufhauen. Gute Arbeit. Erster Treffer. Und zum ersten Mal ist der Boss einer Welt nicht sofort ein Brutal. Wow. Der macht voll einen auf Ganondorf. Auf Ganon. Aus Twilight Princess. Das ist total ähnlich. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Bosskampf hat mich ein bisschen mitgerissen. Ja, das Spiel allgemein, ne? Aber... Wo bist du? Ah, da oben. Hat er sich verlängert? Erinnert mich auch so ein bisschen an, also so von der, dadurch, dass es ja eher so eine Schlangenform ist, an den, wie ist ein Cola Carambolus aus Super Mario Galaxy 2. Ich glaube, da kann man ähnliche Taktiken anwenden. Okay, der will das nicht. Okay, da kann ich auch nicht draufhauen. Ich muss wirklich das Auge von dem sehen. Aber bitte gib mir jetzt auch die Möglichkeit, dich nochmal zu besiegen. Warum treffe ich? Warum lasse ich mich treffen? Okay, ich lasse mich wirklich sehr häufig treffen. Ist auch nicht so leicht zu zielen. Wie habe ich den jetzt nicht getroffen? Ah! So ein... bossisches Unterfangen. Und ich bin nicht der Boss. Ekelhafte Bilder von Bowser. Der glaubt auch, der wäre der Coolste. Ich darf währenddessen einfach nicht schießen.
Dankeschön, erster Treffer. Jetzt kann ich auf den Kopf zielen. Ja, nicht mal zwingt. Okay. Oh, das war's schon? Der hat nur zwei Treffer gebraucht. Das waren nur zwei Runden eigentlich. Wenn man ehrlich ist. War gar nicht mal so viel. Okay. Ich habe echt das Gefühl, dadurch, dass die letzte Folge so unproduktiv war, machen wir jetzt, hauen wir echt jetzt richtig rein, ne? Echt jetzt. Wer hat das denn gesagt? Echt jetzt. Ach, das war auch der, das war der von Kim Possible, dieser Motorrad-Heini da. Echt jetzt. Ja, ja, klar. Wie hieß denn der? Der mit dem Fukuhila hier. Dafür war er bekannt. Ein Neuanfang für die City. So. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Stadt an. Wir sind dieses grauenhafte Käferdings los. Und das Wetter ist wunderschön. Leider scheint Bowser in dem Aufruhr entkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Powermonde. Gehen wir doch ein Weilchen in die City und suchen dort weiter. Ja. Klar. Wir haben zwar herausgefunden, dass die City zwar die Powermonde für die Energie braucht, aber hey, interessiert niemanden, ist ja jedem wurscht. Warum? Wir brauchen 20, ne? Also 19 nur noch, weil ich habe schon einen abgegeben, woher ich den auch immer hatte. Ich hatte den von dort drüben. Nicht von dort. Wo ist denn die Insel? Von diesem Bild, Porträt. Apropos Porträt. Vielleicht ist das ja auch der Eingang. Wer sich an den letzten Part erinnert, da hatte ich auch so ein paar Probleme, einen Powermond zu finden. Vielleicht ist das ja genau die Stelle. Da bin ich mal gespannt. Oh, das ist da oben. Das ist tatsächlich die Stelle. Oder? Nee, das ist nicht die Stelle. Ja, man kann sich ja schon mal freuen. So, Geheimfahrt zum See. Legant. Man könnte sogar hier runterspringen. Wow. Ich meine, das ist ein Level, das früher drankommt als das letzte. Deswegen macht das hier an der Stelle auch Sinn. Also einen kleinen Sneak Peek in die nächste Welt zu kriegen, ne? Durch diese Porträts. Also das sind ja nicht mehr wirklich Porträts, das sind einfach nur Bilder. Porträt wäre ja wirklich Person abgebildet. Aber... Nee. Also ich finde das auf jeden Fall sehr nett. Da drüben ist es. Okay, hier hinten dürfte nichts mehr sein. Da haben wir schon einiges abgegrast. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das, was ich von der E3 gesehen habe, was ich von Gamescom gesehen habe, auch mal auszuführen. So, ich glaube, als erstes sollten wir zu Pauline gehen. Denn die hat eine Aufgabe für uns. Ein musikalisches Werk soll entstehen. Warum rolle ich nicht einfach? Warum muss ich denn jetzt alles nochmal neu betätigen? New Donk City bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Wahrscheinlich die Stadt selbst möchte uns auch danken. Meinst du, du könntest 4 Musiker für mich auftreiben, die bei dem ganzen kleinen Auftritt... Die uns unterstützen? Natürlich. Hier ist direkt der Erste. So. Oh, ich sollte der Bürgermeisterin meine Dienste wünschen. Ja, komm hier. Kriegst'n. Warum lese ich die nicht vor? Einfach, weil ich das weil ich das schon so kenne aus dem Gameplay-Material, was ich gesehen habe. Da haben sie auch nur durchgeskippt. Hat sich keiner für interessiert, was er gesagt hat. Kann man hier nicht sogar... Ja. Katzenpeach, wow. Das Wichtigste im Leben. So. Jetzt suchen wir weitere Musiker. Oh, ich bin gespannt, ey. Meine Güte. Wir verwenden... Ja, genau. Ihr verwendet die... Powermonde zur Stromerzeugung. Genial, nicht? Ja, das ist genial, aber ihr braucht sie selber. Warum klauen wir sie euch? Ich meine, klar, wir brauchen sie selbst auch, aber... Komm, ist das nicht ein bisschen eigennützig? Egal, ich bin jedenfalls bereit. Ja gut, die sagen wahrscheinlich alle so ähnliche Sachen, die nicht notwendig sind. So, Bassist ist dabei. Gibt's hier nicht auf den Bäumen noch irgendwas? Ey, ich wollte... Nein! Oh, schick mich doch nicht mal wieder zurück.
So, wir schauen uns da drüben nochmal um, weil ich bin mir sicher, dass da irgendwo was noch war. Ja, genau, die zwei Münzen da, die habe ich noch im Hinterkopf gehabt. Was ist das für ein Roboter? Okay, den will ich mir auch mal anschauen. Guck mal, schon 20 Münzen. Ist das nicht toll? Wenn man so einen sieht, könnte man fast Mitleid bekommen. Aber nur fast. Ach, das ist so ein Teil von diesem Roboter, okay. Also von diesem Mecha-Wiggler. Sehr interessant. Gehen wir mal darüber. Ich bin total, ich habe keine Reihenfolge, ich weiß, aber das ist nicht so schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also irgendwas muss... Oh, Power Mount. Ich glaube, im Trailer hat man gerade diese Stelle von der anderen Seite gesehen. Also aus einem anderen Blickwinkel. Quasi um, die Kamera um 180 Grad gedreht, so quasi. Nee. So, kann ich hier vielleicht noch... Nein, mach ich... Ich probiere nichts mal aus. Tut mir leid, ich... wäre vielleicht auch ein bisschen... zu schwer. Wie viel gibt es denn hier zu finden? 66, ja, ist eine stolze Anzahl. Okay. Ja, suchen wir mal lieber weiter, ne? Okay, hier ist auch was. Ah. Die verwinkelten Gassen. Das ist immer ganz toll. Dann ist dann der nächste Drogendealer. Oh, was ist da? Sieht aus wie so ein Laden, aber da wird bestimmt wieder irgendwas... Ja, genau. Das ist einfach mal irgendein Gebäude. Irgendwo im Nirgendwo. Okay, ich gehe immer davon aus, dass hier auch wieder zwei Powermonde zu finden sind. Komisch. Also für gewöhnlich kann man hier nur an vier Seiten laufen, aber sobald Mario an der Spitze ist, verhält er sich äußerst agil. Und nicht mehr so beschränkt auf seine... auf die vier Seiten. Ist da drüben noch was? Kann man bestimmt einmal hoch, oder? Hm. Ich will auf jeden Fall da drüben zu den drei Münzen. Das dürfte klar sein. Wir brauchen auch viele Münzen, um gewisse Outfits zu kriegen, aber das ist klar. Das ist jetzt nichts Neues. Nur ich weiß... Ah, scheiße, die ist auf der anderen Seite. Oh nee, noch eine Runde drehen. Das dauert so Ewigkeiten. Und nicht treffen lassen. Scheint jetzt auch nicht so schwer zu sein. Sagte er und fiel in die Tiefe. Und ließ sich treffen. Von jedem Kugelwilli, nicht nur von einem. So? Jetzt geht's los, so's. Und da oben ist bestimmt auch was. Ich bin es gewohnt, dass in diesen Bonus-Areas zwei sind. Halt doch, bleib doch oben. So, wenn hier nichts ist. Da ist eine Truhe gewesen, die habe ich gesehen. Achso, man hätte den capturen können, oder? Nee, was ist das da? Das ist auf jeden Fall etwas, wo man Powermond kriegt. Das ist viel zu versteckt, als dass man da nichts finden würde. Ja, genau. So. Ich glaube, wir können auch den regulären, den normalen Ausgang gehen. Also, den Eingang raus, Eingang nutzen, um rauszukommen. Ah, Jesus Christ. Drück dich gefälligst gut aus. Das wird von dir verlangt als Let's Player, keine Ahnung. Da gab es auch dieses lustige Spielchen. Ja gut, hier wird noch ein bisschen aufgebaut. Was ist denn mit dir? Ach, du bist der nächste Gitarrist. Okay. Suchst du nach Musikern für die Bürgermeisterin? Ja, ich kann dir die Bezahlung für eine solche Veranstaltung ist auch nicht zu verachten, ne? Hast du nicht gehört? Ja, ich bin dabei. Okay. Solange du dabei bist. Also die denken alle nur an seine Kohle, also an ihre Kohle. Das ist... Ich weiß nicht. Aber gut, gut, bei so einem Festival, keine Ahnung. Nee, der Mensch lebt nicht von Luft und Liebe oder so, wie es auch immer heißt. Könnte man jetzt sagen, könnte man jetzt behaupten. Und trotzdem braucht er die Luft.
So. Hey, ich wollte hier über die Straße gehen. Ey, stellt euch vor, man müsste warten, bis hier grün ist. Boah, das wäre so richtig nervig. Alter, ich nehme dein Auto mit, ne? Ich kaper mal eben dein Auto, also dich und dein Auto. Wie kann ich denn drehen? Wie kann ich drehen? Was ist das denn für eine Steuerung? What the fuck? Das ist ja crazy. Okay, also wie so ein kleines mechanisches Auto. Oh, scheiße. Nee, ich kann zurückfahren. Dann fahre ich ein bisschen in die Richtung. Dann fahre ich ein bisschen zurück. Und ein bisschen in die Richtung. Dankeschön. Ja. Nicht ganz so leicht, die Steuerung. Die ist, man spielt nur auf den, wie heißt das? Nur auf den Analogstick. Das heißt, man kann mit dem linken Analogstick beschleunigen und mit dem anderen, mach mal rein gar nichts. Kannst du dich hinsetzen, Mario? Ah, geht doch. Du bist nicht von hier, kann das sein? Du bist nämlich der Erste überhaupt, der sich neben mich setzt. Die Stadt ist ganz schön einsam. Danke für deine Freundlichkeit. Nimm das hier als kleines Dankeschön. Andernfalls hätte ich mich umgebracht. Jop. So. War zu viel psychischer Druck. Ich hab Burnout und so. Ja, das ist, damit ist eigentlich nicht zu spaßen, aber... Ist natürlich auch eine Extremdarstellung der Dinge. Was ist hier jetzt? Ach, da ist dasselbe nochmal in Kacke. Mit Zeit. Jo, genau. Da kotzt mich da. Ja, nein, nur rückwärts. Was zur Hölle? Okay, ich versuche einfach nur auf Speed zu bleiben und nichts Schlimmes zu machen. Ach, das ist ja fast. Das ist ja so eine Ukulele-Steuerung, ne? Wie das mit Decatur letztens. Dieses Minispiel. Also bei, wie hieß der, bei dem Hund da, bei dem Dino, Rextro. Rex ist eigentlich so ein Hundename, ne? Von daher, Rextro. Ach. Ja, jetzt nach vorne, einfach nach vorne fahren. 37 Sekunden, Skiller. Krieg ich dafür gar nichts. Nein, eigentlich nicht. Aber ich sollte... Es ist einfach unmöglich, eine Zeit unter 35 Sekunden zu schaffen. Okay, ich soll eine Zeit unter 35 Sekunden schaffen. Dankeschön. Schön, dass du es mir sagst. Aber das dürfte gar nicht so schwer sein. Das dürfte dann auch die letzte Aufgabe hier in dem Part sein. Ist das Mario Kart Musik? Ja, das ist Mario Kart Musik. Ist ein bisschen leise für mich, aber... Ich höre sie eindeutig. Super Mario Kart Musik. Alter. Und unter 35 ist unmöglich? Ich würde sagen, unter 25 ist unmöglich. Aber der gibt mir jetzt auch hoffentlich einen Grünstern. Grünstern sag ich schon. Okay, irgendwas sagt mir, hier wird's noch schlimmer. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Okay, also 25, 35 war nicht unmöglich. Ich krieg nachts kein Auge mehr zu. Ich weiß, ich nicht weiß, wer gewonnen hat. Hä? Ach, shit off, ey. Also eigentlich heißt es fuck off, aber das, was soll's. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Super Mario Odyssey. Wir haben sehr viele Powermonde geholt. Bis dahin, tschüss und bye bye.